Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Julia ist wieder mit dabei. So, ja, es geht direkt weiter. Brauche ich eigentlich nicht sagen, wo wir stehen geblieben sind. So, Sticks. Erstmal für uns beide ein Schwert. Dann für uns beiden eine Eisenspitzhacke. Dann bekommt die liebe Julia von mir noch einen Eimer. Komm einfach schon mal mit hoch. So, in der Truhe hast du dann auch Dinge, die du gebrauchen kannst. Wenn du Kupfer hast, unten in den Ofen tun, ja? Ja, wir haben jetzt zwei Öfen. Oben. Also oben in den unteren. Oh. Ja, Zombie. Lol. Ich habe jetzt auch einen Zombie-Kopf bekommen. Nee, nur Eisen höchstens. Aber auch nur, wenn du wirklich Eisen brauchst. Dränge ich mich auch nicht für an. Also Yellowreed haben wir auch schon eine Menge. Sehr gut. Später werden wir unser Kraftwerk starten. Muss in der Truhe gucken. Kannst du auch gerne eine Eisenaxt machen, wenn du auf Bäume fällen möchtest. Und eine Eisenhacke oder Sichel. Dann mal sofort auf die Suche nach Redstone. Ich kann nämlich die ersten Maschinchen bauen. Der Yellowreed. Kohle. Und Kohle auch nur sparsam verwenden, ne? Brauchen wir ja für Graphit. Auch nicht. Machen wir später. Obwohl die Hälfte kannst du machen, ja. Die Höhle ist endlos lang, also da haben wir noch lange was zu forschen, Julia. Ja? Nö. Sieht ja nur halt aus wie ein Zombie. Pass den auch auf. Ich habe auch einen.
Bitte alles Wichtige in den Chat schreiben. Boah, hab ich mich erschrocken. Nein. Sich in Minecraft auch erschrecken kann, mehr als beim Horror-Game. Du gar nicht damit rechnest, dass ein Creeper explodiert. Indem man schlecht ist. Was hast du getan? Kurz von dem, was sie mir gerade gesagt hat, Lee hat Scheiße gebaut. Okay, gut. Wer hat wieder ihr Zuhause? Ich ignoriere jetzt mal ein paar Erze. Ich will nämlich nach unten für Redstone. Ein Monster-Spawner. Hier sind Truhen. Da ist meistens was Gutes drin. Hier mal Redstone, Schwarzpulver, Eisen, Eimer, zwei Schallplatten. War echt nur eine Truhe gewesen. Wie scheiße ist das denn? Seriöses Erz. Das ist selten. Gold. Brauche ich. Wir müssen hier echt irgendwann nochmal zurück, Julia. Aber zusammen.
Mach das hier ja gerade nur im Schnelldurchlauf, so halb. Holz, ja. Zurück nach oben. Ich finde ich den Weg noch. Bin gleich wieder da. Du hattest echt kein Kupfer gefunden. Das reicht noch. Okay. Auch noch zweimal Kupfer. Ah, da. Vielleicht am Eingang übersehen. Kann ich jetzt schon mal zwei Kupferzahnräder machen? Yeah.
Oh, jetzt darf ich nachher noch Namen gucken. Wie hießen die Teile? Flüssigkeitstropfen. Brauche ich noch mehr Kupfer? Ja, das können wir so im Moment abschmecken. Das war Pulverreiser. Noch ein bisschen mehr Redstone und wie viel Kupfer? 3, 4, 5, 6. Nie und nimmer. Ich muss erstmal Kupfer finden. Hast du zufällig Essen, Julia? Mist. Kupfer, 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 Kupfer. Auge kratzen. Nase juckt. Auge juckt. Hier bin ich im Eimer. Hätte auch so eine Doku-Soft sein. Kevin im Eimer. Ja, bin schon auf dem Weg. Oh. Ich glaube, ich sterbe. Ja. Hallo.
Kopfstein haben wir aber nicht. Nur noch eins, das reicht nicht. Schade. Ja doch, dann geht er ja doch. Ich dachte gerade schon. Ja. Komm ja schon. Pneumatischer Werf. Einmal Glas, sonst haben wir das, weiß ich. Fällt mal ein bisschen. Kann ja auch was Vernünftiges herstellen. Hier macht. Ich dachte, du pflanzt schon Reis an. Du brauchst doch schon einen Eimer. Ich sterbe. Nimm meine Sachen. Töte mich. Töte mich und nimm meine EXP. Kannst du mir die Sachen wiedergeben? Bitte. Fackeln. Auch ein. Zu spät.
soll ich. Was brauche ich nochmal? Pneumatischen Dings da. Eisen, Eisen, Redstone und Glas. Jo, der zieht jetzt Wasser, das ist gut. Jo. Brauche ich jetzt noch ein Item-Dukt oder Flüssigkeits-Dukt, wie heißt das nochmal? Fluidukt, genau. Kupfer, Kupfer und. Cool. Das habe ich wohl falsch abgeschlossen. Hoppala. So, kann ich auch bald mit der Energieerzeugung beginnen. Aber dann bräuchte ich erstmal einen Pulverizer, damit wir auch vernünftig was herkriegen. Obwohl, wir haben hier Sand genug. Kann ich auch erst ein Magma-Dings. Magma-Tegel, oder wie heißt das? Magma. Magma-Tegel. Schmilzt Items zu Flüssigkeiten? Nein, dann war das, meine Güte. Muss mir die Namen merken. Induktionsschmelzer, genau. Invar-Barren. Kriege ich aus. Invar-Mischung und die kriege ich aus. Eisen, Eisen und ferröses Metall. Also mache ich doch erst einen Pulverizer. Pulverisierer. Feuerstein, Maschinenrahmen, Redstone-Rezeption. Oh Gott. Kannst du sofort Max nach Redstone suchen? Wenn du tot bist. Ah genau, ich weiß, was ich in der Zwischenzeit mache. Ich guck nach einem anderen Bienenstock und guck, ob ich da dann mehr Bienen rauskriege. Einfach mit der Hand abbauen, ne? Okay. Weil die haben bis jetzt nur die eine Wabe neu gemacht. Das ist ein bisschen wenig. Waben erkennt man daran, dass sie gelb sind. Au. Könntest du sein?
kaputt schlafen. Kaputt schlafen. Wo seid ihr? Mach doch auf deine Reise. Ja, sowieso dein Ding. Ja. Auf der Suche nach Bienen. Ich hab ein Ei gefunden. Die sind anscheinend echt voll selten. Ich bin mir sicher, ich hatte irgendwo in der Nähe vom Spawn eins gesehen. Doch. Müssen wir später gucken. Zombie! Skelett! Spinne! Ich finde gerade unser Zuhause nicht und das ist schlecht. Ja, Koordinaten wären schön. In den Chat schreiben. Bei X jetzt. Oh Gott. Ich bin total weit weg. Ich will nicht meinen Zombie-Kopf verlieren. Ah, scheiß drauf. Da kam ein Hütchen raus. Ich war sowieso gestorben. Dummes Hütchen. Nein. Wir haben echt kein Essen. Du hast noch nicht mal das Weizenfelder gemacht. Ja, okay. Okay. Wieso funktioniert das? Ach so, das meinst du. Wieso funktioniert's nicht? Komisch. Ja, okay. Ach ja. Einfach Knochenmehl bei den Bambusstämmen da hinten einsetzen. In der Mitte oder unten oder ist es scheißegal. Ich muss so, okay. Ich nehme noch kurz mein Eisenschwert.
Und dann Skelett. Amerdo Skelett. Tot. Den Sprossen muss ich abbauen. Jupp, hab 3 Bambussprossen. Ach, Part. Ich beende mal hier schnell. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's auf Bienensuche.